Hola, hola, soy Tomás, dein Lieblings-Spanischlehrer. Und was lernen wir heute über meine schöne spanische Sprache? Heute will ich, dass du nie wieder Creo verwendest. Das heißt, ich glaube auf Spanisch. Wahrscheinlich hast du das schon gelernt. Aber es gibt so viele andere schöne Verben und Ausdrücke, die du verwenden kannst. Das heißt, heute wirst du dein Vokabular auf Spanisch verbessern. Aber zuerst, pero primero. Heute ist der letzte Tag. Meine Spanischkurse sind diese Woche zur Anmeldung eröffnet. Und heute, also Sonntag, ist der letzte Tag. Falls du dieses Video später anschaust und dich anmelden möchtest, dann kannst du nicht mehr Detail, aber du kannst dich für die Warteliste anmelden. Und ich gebe dir Infos, wann, ich weiß nicht genau jetzt wann, aber wann die Kurse zum nächsten Mal zur Anmeldung eröffnet sind. Aber ja, ich habe einen Link hier im Bildschirm und auch unten in der Videobeschreibung. Da kriegst du alle Infos über die Kurse, wie viele Niveaus, wie kannst du die Kurse testen und so weiter. Ja? Bien, also, aber nur bis heute, bis Sonntag. Ja? Okay, continuamos, machen wir weiter. Ich habe einen Text vorbereitet, ja? Und ich habe den Text nur auf Spanisch im Bildschirm, aber die deutsche Übersetzung ist unten in der Videobeschreibung, kannst du sie auf kopieren, mitschreiben oder ja, wenn du neugierig bist. Aber hier ist es nur auf Spanisch. Also es ist ein ganzer Text. Un mensaje de un padre para su hijo. Also eine Nachricht von meinem Vater für den Sohn. Hm? Okay. Und alles hier, also jeden Satz, also ich habe den Text in 10 Zeilen geteilt und bei jedem Satz kann man Creo verwenden. Und im Prinzip ist das nicht falsch. Ja? Aber ja, wenn man immer dasselbe sagt, dann es ist nicht so schön, weil die spanische Sprache ist so reich in Vokabeln. Man kann so viele schöne andere schöne Sachen, andere schöne Verben verwenden, die, mit denen man dasselbe äußern kann und schöner klingen. Also, ich habe hier 10 Sätze. Ja? Primera oración. Hijo mío, creo que últimamente has estado muy descuidado con tu madre y conmigo. Ihr seht, bei jedem Satz oder fast steht immer que. So, man sagt creo que, quasi wie ich glaube das auf Deutsch. Und ja, que verwendet man ganz oft. Das sage ich euch beim Kurs, wenn wir zusammen Spanisch lernen. Das sage ich euch immer in den Kursen, wenn ich euch Spanisch beibringe. So, mi que ist ganz wichtig in der spanischen Sprache, weil mit que man viele Sätze verwenden kann. Das heißt, im Prinzip brauchen wir immer hier creo que und dann sagst du, was du glaubst. Ja? Creo que. Deswegen sind hier alle Sätze so. Ein anderes Verb, um creo zu ersetzen, ist natürlich das Verb pensar, denken. Pienso. Dann kann ich das so sagen. Hijo mío, pienso que últimamente has estado muy descuidado con tu madre y conmigo. Das ist schon das Gleiche. Pienso que. Número dos. Hace 4 meses que ya no vives en casa y creo que solamente nos has llamado 2 veces en todo este tiempo. Jetzt werden wir creo que mit me parece que ersetzen. Das Verb parece. Hm? Darüber habe ich schon ein Video gemacht. Ein ganz wichtiges Verb. Dann. Hace 4 meses que ya no vives en casa y me parece que solo nos has llamado 2 veces en todo este tiempo. Das klingt schon schön. Me parece que. Hier ist das Verb deber, sollen, im Kondicional konjugiert. Hm? Deberíamos, wir sollten. Dann, jetzt ersetzen wir creo womit. Das Verb opinar ist ganz gut dafür. So mit opinar, also creer ist glauben, opinar ist eher, was du denkst, was ist deine Meinung. Hm? Aber in den meisten Situationen kann man opinar anstatt creer verwenden und es ist dasselbe. Tu madre y yo te extrañamos mucho. Y opino que deberíamos vernos pronto. Número 4. El domingo es el cumpleaños de tu madre, así que creo
que es la ocasión perfecta para vernos. Von mir jetzt setzen wir creo. En mi opinión. Dann noch schon wieder deine Meinung. El domingo es el cumpleaños de tu madre, así que, en mi opinión, es la ocasión perfecta para vernos. ¡Ojo! ¡Ojo! Hier müssen wir que weglassen. En mi opinión, es la ocasión perfecta para vernos. Próxima. ¿Qué tal si almorzamos todos juntos el domingo? Creo que ese día estás libre, ¿no? Wie wäre es, wenn ich statt creo, supongo verwendet? ¿Qué tal si almorzamos todos juntos el domingo? Supongo que ese día estás libre. Suponer, ja, das Verb suponer, das ist eigentlich vermuten. Also ich vermute das. Supongo, yo supongo. Próxima oración. Creo que tu madre va a ponerse bien contenta si vienes el domingo para la casa. Wie wäre der Satz so? Yo diría que tu madre va a ponerse bien contenta si vienes el domingo para la casa. Yo diría, das ist nochmal kondicional vom Verb decir. Ja? Yo diría, ich würde sagen. Aber es ist auch wie yo creo. Yo diría que, creo que. Und ich verwende yo, um nochmal zu betonen, dass was ich sagen würde, so meine Meinung, ja, was ich denke, lo que yo pienso, lo que yo creo, was ich glaube. Yo diría que... Próxima oración. Ya hablé con tu hermana y ella viene seguro. Creo que su esposo también. Jetzt ersetzen wir creo mit a mi parecer. Ya yo hablé con tu hermana. Ella viene seguro. A mi parecer, su esposo también. Und hier müssen wir que weglassen. A mi parecer, su esposo también. Número 8. Creo que el fin de semana va a ser buen tiempo. Así que podemos almorzar en el jardín. Ich will ein anderes Verb haben. Considerar. Yo creo, yo considero. Considero que el fin de semana va a ser buen tiempo, así que podemos almorzar en el jardín. Es gibt subtile Unterschiede in solchen Verben wie considerar und creer. Aber im Prinzip kann man in den meisten Situationen creer mit considerar ersetzen. Número 9. Creo que eres un buen chico. Sin embargo, eres un poco descuidado con tu familia. Me imagino que eres un buen chico. Sin embargo, eres un poco descuidado con tu familia. Ojo, ojo. Wie gesagt, mit manchen Verben, mit den meisten dieser Verben gibt es subtilen Unterschied zwischen creer und zum Beispiel imaginarse. So, in diesem Fall kann ich imaginar, also erstmals, imaginar kann sowohl reflexiv als nicht reflexiv sein. Imagino, okay? Me imagino, okay? Sind beide richtig. Aber wenn ich me imagino que statt creo que verwendet, das heißt, ich glaube es weniger, quasi. Ich stelle mir vor, dass du ein guter Junge bist. Me imagino que eres buen chico. Das klingt, als ob ich das weniger glaube. Ja, so es klingt. Vielleicht, wenn man das stärker sagen wolle, ist es besser mit creer. Ja, also, ojo con eso, sí? Pero, wie gesagt, in den meisten Fällen kann man ganz gut creer mit solchen Verben bzw. mit solchen Ausdrücken ersetzen. Und es ist schon schöner und richtig. Ja? Und man kann sein Vokabular verbessern auf Spanisch. En español, sí? Bien, ahora la última oración. Recuerda que te queremos mucho. Y creo que el domingo va a ser un día especial si estás aquí con nosotros. Recuerda, hier ist das Verb recordar. Imperativo Befehlsform. Erinnere dich. Ja? Recuerda. Das kann auch auf Spanisch reflexiv sein. Recuérdate de que. Recordarse de. Aber okay. In diesem Fall, recuerda que. Recht.
Bien, aber wir wollen eigentlich creer ersetzen. Recuerda que, das ist klar, Imperativ. Und creo que, womit ersetzen wir das? Hier haben wir den folgenden Ausdruck. Como yo lo veo und que weglassen. Como yo lo veo, wie ich das sehe, das klingt auch stark, das ist meine Meinung, ein bisschen stärker, aber schon schön, schon stark. Como yo lo veo. Recuerda que te queremos mucho y como yo lo veo, el domingo va a ser un día especial si tú estás aquí con nosotros. Das klingt anders, ja, das klingt schöner. Also wenn man jetzt den ganzen Text liest, ja, ich werde das jetzt lesen, es klingt ein bisschen anders und man muss nicht immer creo, creo, creo für alles sagen. Okay, ich lese das vor. Hijo mío, pienso que últimamente has estado muy descuidado con tu madre y conmigo. Hace 4 meses que ya no vives en casa y me parece que solo nos has llamado 2 veces en todo este tiempo. Tu madre y yo te extrañamos mucho y opino que deberíamos vernos pronto. El domingo es el cumpleaños de tu madre, así que en mi opinión es la ocasión perfecta para vernos. ¿Qué tal si almorzamos todos juntos el domingo? Supongo que ese día estás libre, ¿no? Yo diría que tu madre va a ponerse bien contenta si vienes el domingo a la casa. Yo hablé con tu hermana y ella viene seguro. A mi parecer, su esposo también. Considero que el fin de semana va a ser buen tiempo, así que podemos almorzar en el jardín. Me imagino que eres buen chico, sin embargo, eres un poco descuidado con tu familia. Recuerda que te queremos mucho y como yo lo veo, el domingo va a ser un día especial si estás aquí con nosotros. En resumen, zusammenfassen. Creo que kann man mit den folgenden Verben bzw. Ausdrücken ersetzen. Pienso que, me parece que, opino que, en mi opinión, supongo que, yo diría que, a mi parecer, considero que, como yo lo veo, me imagino que. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist die ganze deutsche Übersetzung, kannst du das auch haben. Auf Patreon habe ich das Video gepostet mit dem ganzen Text als PDF und herunterzuladen. Und ja, also am Sonntag ist der letzte Tag zu anmelden für meine Spanischkurse. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du auch mir eine E-Mail schicken, aber die Links zu den unterschiedlichen Niveaus sind damit alle Infos dazu. Ihr könnt das schauen, einen Kurs testen oder ja, einfach fragen. Und ja, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el curso. Adiós.